Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn wir uns heute alle unsere Depotpositionen anschauen und auch gegen das Depot vor 3 Monaten vergleichen. Und wenn du in 3 Monaten nicht denken willst, na, was labert dieser Schnösel da, dann findest du unter unseren Videos, und das hier ist das alte Video, verschiedene Button. Den Button abonnieren, das sollte selbsterklärend sein. Du findest eine Glocke, dann wirst du direkt benachrichtigt, wenn es bei uns etwas Neues gibt. Nebendran auf Ehrenbasis einen Daumen hoch oder einen Danke und die Champions League. Und wir wissen, es kann nicht jeder in der Champions League spielen, aber Kanalmitgliedschaften, da findest du verschiedene Vorteile. Und ja, die ersten, die es schaffen, diesen lilanen Badge zu kriegen, für die werden wir uns was Besonderes überlegen. Schau dir hier deine Vorteile an, unterstütz den Kanal, mach uns eine Freude, und jetzt geht's los mit dem eigentlichen Video. Ja, ihr habt eben schon den Kurs gesehen, wir stehen absolut etwas niedriger als vor 3 Monaten. Das ist verwunderlich für uns nicht, denn die Märkte sind wirklich, ja, schlecht gelaufen. Natürlich profitieren auch wir davon nicht, trotz unserer defensiven Ausrichtung. Man kann natürlich sagen, im Vergleich zu großen, breiten Indizes wie einem Nasdaq und Co. haben wir uns gut gehalten, denn ja, nur 100.000 Euro Verlust bei einem Depot, was fast 3 Millionen groß ist, hält sich definitiv in Grenzen. Wir schauen uns heute die einzelnen Positionen mal an, geben unseren Senf dazu, warum wir die noch haben, ob wir die weiterhalten wollen. Es wird eigene Videos geben nach den Top-Picks bei uns im Depot, wie wir nochmal starten würden, wie wir ein Depot aufsetzen würden mit 10, 100.000, 1 Million oder auch als Multimillionär, ob wir da jetzt was anderes machen wollen. Wenn euch Themen interessieren, packt die einfach in die Kommentare. Die nächsten 20 Videos, ja, sind tatsächlich schon irgendwo in der Mache. Dementsprechend klingelt die Glocke, dann verpasst du hier an der Stelle nichts. Schweifen wir nicht groß drum rum. Die letzten 3 Monate schauen wir uns hier nochmal an. Wir haben jetzt hier Mitte Oktober, und das letzte Video, das verlinken wir euch übrigens auch nochmal unten, ist müssen wir mal schauen, wie wir das hier sehen, vom 23.07. By the way, hier unten sehen wir auch, ihr habt hier unten drunter verschiedene Links, unter anderem zur Landingpage, da gibt es nochmal etwas mehr Infos. Suchen uns hier mal den 23.07. raus, dann befinden wir uns hier, und bis heute sehen wir 40.000 Euro an Verlusten. Ja, jetzt haben wir natürlich etwas mehr verloren. Woran liegt das? Wir haben ja auch umstrukturiert, neue Aktien gekauft, steuerliche Verluste realisiert und Co. Dementsprechend kommen wir auf ungefähr 70.000, 80.000, 90.000 Euro Unterschied. Und die größte Position, daran hat sich nichts geändert, ist hier nach wie vor der MSCI World. Aktuell ist unsere Position, das können wir uns hier vielleicht mal etwas besser anzeigen, na, aber nicht so, sondern nach Position All-Time nur noch 17.000 Euro im Plus. Wenn wir uns das Ganze hier im Video anschauen, dann sehen wir, die Position war damals bei 280.000 Euro und 20.000 Euro im Plus. Das heißt, wir stehen hier definitiv wesentlich weniger. Woran liegt das? Wir haben Teile vom MSCI World verkauft, wir haben Verluste von Medical Properties Trust realisiert und haben uns dadurch auch eine neue Aktie gekauft. Dementsprechend ist dieses Update hier nicht nur einfach was Neues, sondern auch wieder vollständig, und es spiegelt alle Positionen vollständig im Depot wieder. MSCI World, warum haben wir den im Depot? Dazu gibt es separate Videos auf dem Kanal. In Kurzform ist der MSCI World unser Geldspeicher. Ja, es gibt aktuell zum Beispiel 4% Zinsen bei Trade Republic, zwar nur bis 50.000 Euro, aber da gibt es andere Möglichkeiten. 4% Zinsen ist nicht verkehrt, um kurzfristig Notgroschen zu parken, auf den man schnell zugreifen muss, um kurzzeitig Dividenden zu parken. Ihr seht es hier, aber den MSCI World haben wir ungefähr ein Jahr im Depot und 9% an Gewinn gemacht. Ziehen wir die Steuern ab, was ihr bei den Zinsen übrigens auch noch müsst, dann ist es immer noch die doppelte Rendite vom Tagesgeld. Dementsprechend, ja, sind wir einfach davon, eine investierte Geldreserve zu haben, wie wir es ja hier mit dem MSCI World auch gemacht haben. Diese ist relativ liquide, wir können ETF-Anteile ganz klassisch an der Börse schnell verkaufen. Dementsprechend fühlen wir uns hier weiterhin mit dem MSCI World sehr, sehr wohl.
Platz 2 und hier gibt es schon die erste Änderung, beziehungsweise Platz 2 und 3 sind zwei Änderungen im negativen Sinne. Die zweitgrößte Aktie ist jetzt Broadcom. Ihr seht es hier, fast 60% im Plus. Das sind auch fast 60.000 Euro. Das ist auf jeden Fall eine schöne Summe. Vergleicht man das aber vor 3 Monaten, war Broadcom nur 50.000 Euro im Plus. Ja, aber auf der dritten Position. Die zweite Position, Siemens, war fast 61.000 Euro groß und diese Position ist jetzt nur noch 42.000 Euro. Die beiden Positionen haben sich sozusagen einfach mal getauscht. Ist natürlich für uns eher kontraproduktiv. Klar sind wir froh, dass wir damals Intel rausgeworfen haben, Broadcom reingenommen haben und sich Broadcom seitdem so extrem gut entwickelt hat. Wir müssen ehrlich sein, Intel hat mittlerweile auch wieder gedreht und wäre bei uns profitabel gewesen. Aber natürlich nicht 60%, keine 60.000 Euro. Mit Siemens hingegen müssen wir sagen, uns wundert das Ganze ein bisschen. Klar, der Wirtschaftsstandort Deutschland ist etwas in Verruf geraten. Das merken wir bei mehreren Unternehmen, unter anderem stark bei BASF, leicht eine andere Branche. Aber ja, Siemens hätten wir stärker eingeschätzt, sind langfristig noch positiv gestimmt. Aber ja, vermutlich bis zum Jahresende wird Siemens nicht mehr die Top-Rendite hinlegen. Zumindest, wenn wir uns so die Rahmenbedingungen angucken, kann nach oben gehen, kann nach unten gehen. So ist es an der Börse immer. Es ist so irgendwo eine Wahrscheinlichkeit, eine persönliche Empfinden, was hier mit reinfließt. Wir sind nicht mehr so bullig für Siemens bis Jahresende, dafür aber im Gesamtdepot. Und Siemens nach wie vor keine schlechte Aktie, auch wenn wir hier auf dem Kanal natürlich keine Anlageberatung machen. Welche Aktien sind extrem gut gelaufen? Ja, schauen wir uns mal hier Platz 4, Platz 5 an. Hier haben wir Total Energies und ExxonMobil. Die seit den ersten Tagen auf dem Kanal dabei sind. Alle anderen können sich die Videos gerne nachträglich nochmal anschauen. Ihr wisst, ExxonMobil hatten wir mit 250.000 Euro bei uns im Depot. Haben hier über 100.000 Euro an Gewinne realisiert, die anderen Erträge in Total Energies, ExxonMobil und Shell gesteckt und trotzdem ist Shell schon wieder in der Position mit 31.000 Euro im Plus, Total Energies mit fast 36.000 Euro im Plus und etwas weiter unten auch die Shell 23.000 Euro. Die Aktien waren damals auch nicht schlecht, aber schaut euch das Ganze hier unten mal an. ExxonMobil 17.000 Euro, Total Energies 15.000 Euro und zu einer Shell müssten wir jetzt mal springen, hier nur 8.000 Euro. Öl- und Gaswerte haben sich dementsprechend sehr, sehr gut entwickelt. Natürlich auch irgendwo aufgrund nicht so schlechter Faktoren wie den Konflikten, die wir im Weltmarkt aktuell immer noch sehen. Naja, was soll's. Die Aktien laufen nach oben aus Investorensicht und darum sollte es an der Börse auch gehen. Wir würden nicht unbedingt in extrem verwerfliche Unternehmen investieren, auch wenn die Rüstungsindustrie in den letzten Monaten eine sehr, sehr starke Rendite abgeworfen hat. Öl und Gas und über Tabak und über andere Positionen kann man genauso urteilen. Wir betrachten das Ganze möglichst mit einer Investorenbrille. Und da müssen wir einfach sagen, diese drei Unternehmen und auch noch andere wie eine BP und Co. sind einfach nach oben gelaufen. Freut uns, wir haben hier Gewinne erwirtschaftet. Die nächste Aktie bei uns aktuell, eine Allianz mit 26.000 Euro. Wo stand die Allianz vorher? Bei 22.000 Euro. Allianz ist immer so ein kleines Risikogeschäft. Die Allianz will die Dividende regelmäßig erhöhen um mindestens 5%. Das kann die Allianz auch. Das Geschäftsmodell der Allianz ist nach wie vor sehr, sehr solide. Allerdings ist bei der Allianz immer die kleine Gefahr, wenn es ein sehr, sehr großes Schadensereignis gibt, dann wird der Kurs vermutlich sehr, sehr stark auch mal 10% nach unten korrigieren. Würde uns nicht stören, wenn wir nicht die Equal Weight Strategie hätten, sprich, wenn wir nicht jede Position ansatzweise gleich groß gewichten wollen würden, würden wir auch bei einer Aktie wie Allianz dann noch etwas nachkaufen. Das Rückversicherungsgeschäft, wie zum Beispiel bei der Münchner Rück, lief die letzten Jahre super stark. Wir haben hier von Kursen von ungefähr 200 sind wir hochgelaufen bis fast 400, also 100%. Wenn ihr das richtige Timing hattet, wir nehmen das Timing raus, haben die Allianz dabei, sind nach wie vor positiv gestimmt für das Unternehmen der Allianz. Die nächste Aktie. Und ihr seht, wir marschieren hier etwas dadurch, denn wir wollen hier tatsächlich nur auf die Performance der einzelnen Werte gucken.
Wir haben letztes Jahr im Zuge von einem Adventskalender uns jede Aktie genau angeschaut. Wenn du darauf Lust hast, wenn dich das Thema Adventskalender interessiert, die einzelnen Aktien nochmal interessieren, dann schau dir die letzten Videos an oder sag, hey, wir machen das Ganze nochmal aktuell. Gib uns einfach deinen Hinweis mit in die Kommentare. Ja, die nächste Aktie, 838 Teile von AbbVie, die aktuell 18.000 Euro im Plus sind. Die AbbVie-Aktie sehen wir hier ganz leicht unten drunter. Vielleicht können wir da etwas durchschauen. Ja, jetzt sehen wir hier wieder Werbung. Springen wir kurz zurück, bis die Werbung zu Ende ist. Auf jeden Fall hatten wir es gesehen, die Aktie ist ungefähr 10.000 Euro nach oben gelaufen. AbbVie Pharmaunternehmen, natürlich ist eine Amgen hier in letzter Zeit auch stark unterwegs gewesen. Die AbbVie jetzt besser ist als Pfizer, als eine Amgen und alle anderen Aktien der Peer Group? Möglicherweise ja, möglicherweise nein. Wir fühlen uns mit AbbVie sehr, sehr wohl. Als Dividenden, als Cashflow-Investor sagt uns die AbbVie auch mehr zu, auch wenn eine Amgen definitiv kein schlechtes Unternehmen ist. Also hier gute 10.000 bis 11.000 Euro nach oben. Die nächste Aktie, Starbucks. Und hier ist die Werbung jetzt auch zu Ende. Im alten Video, und das verlinken wir euch nochmal unten. Übrigens, die Videos sind in der Regel auch in 4K. Wenn ihr das noch nicht wisst, dann genießt hier die Qualität eines Starbucks mit 21.000 Euro an Gewinnen damals und eines Starbucks mit 16.000 Euro an Gewinnen heute. Ja, die Inflation ist hoch und das merken wir an der Konsumlaune. Starbucks hat nicht zuletzt aufgrund der Abnehmspritze, der Abnehmpille etwas nach unten korrigiert, wie eine Coca-Cola, wie eine McDonald's, eine Pepsi, eine Mondelez und Co. Auch eine Starbucks hat irgendwo zuckerhaltige Getränke. Das haben wir auch im Kurs der Starbucks gemerkt. Nach wie vor würden wir hier sagen, hat sich nicht viel geändert. Wir haben ein Franchise-System, was weltweit, ähnlich wie bei McDonald's, gut funktioniert. Es gibt weiterhin viele Kaffee trinkende Menschen oder auch generell, ja, Kaffee, Mix, süße Teegetränke. Starbucks ist ja hier mehr als nur Kaffee. Und wir haben auch die Immobilienthematik. Und die Immobilienthematik werden wir im Zuge von REITs auch nochmal aufgreifen. Aber hier, ja, nach wie vor positiv gestimmt. Die nächste Aktie ist LVMH. Ja, LVMH, Luxus. In Konsumschwäche, muss man tatsächlich sagen. LVMH hat ein sehr solides Geschäftsmodell. Hier werden die Preise für die Produkte fast auf Quartalsebene erhöht. Das freut uns als Investor. Als Konsument ist das Ganze natürlich ein bisschen schade. Aber die Preise werden erhöht, dementsprechend auch die Einnahmen. Die Einnahmen wurden aber nicht ganz im Rahmen der Erwartungen gesteigert. Und das merken wir hier auch. 9.160 Euro, da stehen wir jetzt. Und hier müssen wir etwas zurückspringen. LVMH 41.000 Euro am Gewinn. Das heißt, nur die LVMH-Position hat rund 30.000 Euro zu Verlusten bei uns geführt. Ja, schön ist das Ganze nicht. Langfristig sind wir bullig, auch wenn wir hier sehen, dass wir die nächsten Tiefstände nochmal antesten können. LVMH für uns das beste Unternehmen in diesem Segment, also auch besser als Hermes und die anderen in der Gruppe. Die Aktie, die nach LVMH kommt, ist auch die Aktie, die davor nach LVMH kam. Leider auch auf ähnlichem Niveau. Die Deutsche Post mit 8.000 Euro im Grünen. Die Deutsche Post hier mit 28.000 Euro noch vor 3 Monaten im Grünen. Deutsche Post, ähnliches Thema. Die Logistiksparte hier schwächelt etwas. Wir merken, die Konsumlaune ist etwas rückläufig. Die Menschen sparen ihr Geld, legen es auf Trade Republic, auf die 4% Festgeldkonten oder investieren es breit in einen World ETF. Auf jeden Fall die Konsumlaune aktuell nicht so groß. Jetzt betrachten wir das Ganze langfristig, eigentlich wie fast alle Positionen bei uns im Depot. Und langfristig, wenn die Zinsen nächstes Jahr, und das ist unsere Meinung, nächstes Jahr werden die Zinsen anfangen, wieder etwas rückläufig zu sein und spätestens in 2025, 2026 sollten wir grob auf dem Zielniveau der EZB, der FED sein bei 2-2,5%. Die Konsumlaune wird dann vermutlich auch wieder steigen. Das Geld ist bei den meisten Haushalten nach wie vor da und davon sollte auch die Deutsche Post profitieren. Die Deutsche Post sollte hier also auch ein gutes, langfristiges Geschäft machen. Zunächst sind wir hier glücklich, dass wir noch im positiven Bereich sind und vermuten bzw. hoffen, dass das bis dahin auch erstmal so bleibt.
Schauen wir weiter zu einer Aktie, die wir damals tatsächlich schon öfters verkaufen wollen. Jetzt könnte man sagen, hätten wir es besser gemacht, hätten wir mehr an Gewinnen realisieren können. LTC Properties, immer noch eine Aktie, die bei uns im Positiven ist, 2600 Euro. Und man darf nicht vergessen, ein Monatszahler mit sehr, sehr soliden Dividenden. Hier haben wir auch schon richtig, richtig starke Dividenden bekommen. Wenn wir die auf den Kurs mit dazu rechnen, dann ein No-Brainer. Jede Aktie, mit der ihr Geld verdient, ist erstmal eine gute Aktie. Natürlich in Betracht auf die Opportunitäten ist nur die beste Aktie auch die beste Aktie. Aber LTC Properties hat ebenfalls nachgegeben. Im letzten Video sehen wir die LTC Properties bei 107.000 Euro, jetzt bei 104, beziehungsweise sind wir fair 105.000 Euro. Kleiner Verlust, das könnten allein die Dividendenabschläge in den 3 Monaten sein. Hier vom Geschäftsmodell quasi nichts passiert. Die nächste Aktie ist neu. Sollen wir die Aktie jetzt mit der Worst-Case-Aktie aus dem letzten Jahr oder aus dem letzten Update vergleichen? Lasst uns das mal tun. Public Storage ist ein Unternehmen, das haben wir neu gekauft, ist auch im Plus, plus die Dividenden, die wir schon bekommen haben. Aktuell 3.300 Euro, die wir hier im Plus sind. Welche Aktien haben wir verkauft? Ja, die rote Laterne, die, da müssen wir sogar noch ein bisschen weitergehen. Wo finden wir denn im alten Video die rote Laterne? War sie da schon nicht mehr mit dabei? Doch, da finden wir sie. Ganz unten, ihr seht es hier, Medical Properties Trust, eine Aktie mit 55.000 Euro Verlust. Wir haben die Aktien tatsächlich mit rund 60.000 Euro Verlust gekauft oder verkauft. Ihr seht es hier, die Aktie hatte zu der Zeit einen Kurs von 9 Euro. Nach dem Verkauf hatte die Aktie teilweise einen Kurs von 4 bis 5 Euro. Der Verkauf hat sich gelohnt. Die Investition in die neue Aktie hat sich, auch wenn der Zeitraum noch zu kurz ist, um das wirklich zu bewerten, gelohnt. Ja, dann bleibt abzuwarten, ob wir in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren noch derselben Meinung sind. Aber ein Geschäftsmodell, was ähnlich wie bei der Deutschen Post mit der zunehmenden Nachfrage nach Speicher, nach Zyklik, nach Konsum wieder etwas belebt werden sollte. JP Morgan als Bank. Hier hatten wir gerade im Netz ein doch sehr, sehr starkes Geschäft. 22% ging es hier teilweise von den Umsätzen nach oben. Die Aktie selbst hat das Ganze noch nicht groß eingepreist, ist hier bei einem Plus von 1.800 Euro und war im letzten Update. Und das Ganze ist hier ganz transparent einsehbar bei knapp 100.000 Euro. Das heißt, hier hat sich nicht viel getan. Für ein so starkes Umsatzwachstum, für eine Bank, die mit steigenden Zinsen auch mehr Geld verdient, auch wenn natürlich auf der Gegenseite die Ausfallraten von Krediten steigen, ja, wundert es uns nach wie vor. Wir hätten JP Morgan schon im Zuge der steigenden Zinsen definitiv höhere Kurse zugemutet. Aktuell 142 Euro, etwas schade, naja, wir haben noch kein Geld verloren, wir bekommen Dividenden, wir haben eine leichte Kurssteigerung und es können nicht alle Aktien so gut laufen bei uns wie eine Broadcom. Wir sind zufrieden, wenn sich das Zinsniveau etwas ändert, müssen wir Banken und BDCs etwas näher betrachten, dann werden auch Aktien im Technologiebereich und im REIT-Bereich wieder etwas interessanter. Dazu kommt dann aber zu gegebener Stunde ein neues Video. Gut, die nächsten beiden Aktien, BDC und Rio Tinto. Da haben wir Main Street Capital als BDC, Rio Tinto als ja, Rohstoffunternehmen, so würden wir es mal bezeichnen. Die letzten beiden Aktien, die bei uns im Grünen sind und die waren es damals auch. Rio Tinto 1.300 Euro, das Ganze ist auf vergleichbarem Niveau. Main Street Capital damals leicht im Minus mit nur 99.000 Euro investiert. Jetzt 101.000 Euro, hier ging es leicht nach oben, plus natürlich die Dividenden, die auch von Main Street Capital jeden Monat ausgeschüttet werden. Zwei Aktien, die ja weiterhin sehr, sehr gute Zukunft haben können. Als BDC wird sich das Ganze zeigen. Wir hatten ja auch vor kurzer Zeit mal Ares Capital auf dem Kanal vorgestellt. Wir hätten auch Ares Capital schon gekauft. Allerdings ist es wirklich so, wenn die Zinsen hier fallen, dann werden die Kredite von Banken und Co. wieder interessanter. Vielleicht können wir hier BDCs weiterhin günstiger einsammeln, wenn wir hier noch ein paar Monate warten. Widmen wir uns den Aktien, die im Verlust sind. Das sind tatsächlich auch nicht so wenige. Hier gehen wir aber auch etwas schneller durch. Unilever, gutes Unternehmen, würden wir aufgrund des Verlustes nicht verkaufen. War damals noch 2.000 Euro im Plus.
1000 Euro Minus, normale Volatilität, 3%, Haken hinten dran, in Ordnung. McDonald's minus 5300 Euro, war damals bei plus 7000 Euro. Wir hatten es schon erwähnt, dasselbe wie bei Coca-Cola, Pepsi und Co. Hier könnten einfach die Geschäfte zurückgehen. Wir persönlich glauben das nicht, aber kurzfristig preist der Markt das Ganze ein. Langfristig werden wir einfach mal sehen müssen, ob McDonald's hier die Kurve kriegt, auch wieder einen Immobilienwert. Warten wir es ab, Haken dran, trotz minus 10%. Die nächste Aktie, British American Tobacco. Wenn wir aktuell eine Aktie bewerten müssten, die mit am kontroversesten diskutiert wird, die aber eine sehr, sehr gute Ausgangslage hat für einen Turnaround, die von den Fundamentaldaten her sehr gut bewertet ist, ist es British American Tobacco. Hier haben wir 13.000 Euro an Verlusten, so rum. Ist das schön? Nein. Ist die Aktie fundamental günstig? Ja. Wird vermutlich langfristig geraucht werden? Nein. Gibt es aber alternative Produkte? Ja. Ist dann die Aktie British American Tobacco in dem Bereich gut aufgestellt? Auch ja. Dementsprechend kassieren wir so lange die starken Dividenden ab. Minus 13.000 Euro jetzt, war damals etwas besser, wenn wir uns da recht erinnern. Such mal die Aktie hier kurz raus. Nein, hier vorne ist sie nicht zu finden. Dann suchen wir sie hier raus nach der Werbung. Aber ich habe schon gesehen, die Aktie war damals auch im roten Bereich. Skippen wir kurz zu Coca-Cola. Minus 18.000 Euro. Wir schauen den Referenzkurs an. Aber ihr kennt die Thematik. Auch bei Coca-Cola ist das Ganze vielfach am Zahn der Zeit. Coca-Cola minus 8.000 Euro. British American Tobacco damals minus 6.000 Euro. Zwei Aktien für Verluste. Langfristig sind wir von beiden überzeugt. Und eine Coca-Cola könnte nächst sehen in einem Aktien für den Winter Spezial, ja, die uns länger verfolgen. Wir sind ein Fan vom Coca-Cola Weihnachtstruck, also wird auch die Aktie da nochmal vorkommen. Realty Income, ja, minus 18.000 Euro ist für Unternehmen wie Realty Income unserer Meinung nach nicht gerechtfertigt. Klar ist die Bewertung hier nach wie vor hoch, klar ist das Unternehmen zinssensibel, aber langfristig gut aufgestellt. Realty Income stand damals leicht im Minus, nicht so stark, minus 4.000 Euro. Das heißt, hier auch wieder eine fünfstellige Differenz. Schlimm? Nein. Ärgerlich? Ja. Langfristig interessant? Ja. Bayer. Bayer, eine der wenigen Aktien, wo wir sagen würden, hier hätte sich ein Verkauf rückblickend gelohnt. Warum? Naja, die Zahlen sind das eine Thema, 22.000 Euro, 23.000 Euro an Verlust. Ärgerlich? Ja. Weltuntergang? Nein. Aber das Management ist einfach zu träge. Wir haben Unternehmen, das ist in Deutschland, wir haben die Thematik mit Monsanto. Und hier wird man einfach nicht schlau, welche Richtung will das Management einschlagen. Bayers einzelne Teile sind vermutlich mehr wert einzeln als Bayer gesamt jetzt. Sie werden aber auch nicht abgespalten. Wenn ihr da mehr wisst, packt es in die Kommentare. Geht uns so langsam als Stakeholder ein bisschen, ja, auf den Sack, würde man sagen, auf die Nerven. Wir bleiben hier noch investiert, schauen das Ganze an, denn auf diesem Niveau, ja, ist die Tendenz nach oben zumindest mittelfristig auch da, aber das Management bei Bayer, naja, Bayer damals minus 8.000 Euro, das heißt, jetzt haben wir uns nochmal deutlich nach unten verbessert, verschlimmbessert, ist wie es ist. Ein anderes Unternehmen, die Porsche Holding, ein ähnliches Phänomen, eine deutsche Aktie, international aktiv, sehr, sehr schöne Autos, luxuriöse Autos, auch mit einem entsprechenden Preis, mit einer entsprechenden Marge für das Unternehmen. Es sind nicht nur die Autos, hier sind auch noch Volkswagen mit dabei. Es ist nur die Holding, die wir im Depot haben, nicht die AG. Trotzdem, die Aktie ist sehr, sehr günstig bewertet und kommt nicht aus dem Quark. Minus 29.000 Euro haben wir hier. Die hatten wir damals noch nicht. Ganz unten sehe ich es schon. Minus 16.000 Euro. Ich hole euch das noch etwas nach oben hier. Minus 16.000 Euro. Die Aktie günstig bewertet, aber ja, es tut nichts. Und das ist ein Phänomen, was wir tatsächlich bei vielen deutschen Aktien sehen. BASF hier hinten dran ist da leider auch keine Ausnahme. BASF minus 32.000 Euro. Ja, der kleine Trend hin nach Asien ist definitiv zu sehen bei BASF. Warum sollte BASF auch in Deutschland bleiben? Also natürlich hat sich BASF noch nicht dazu geäußert, wie sie ihren Hauptstandort, wie sie ihre Produktionsstätten zukünftig langfristig verlagern wollen. Aber unserer Meinung nach ist die Politik für Unternehmen, die energieintensive Produktion haben, wie eine BASF,
nicht mehr das schönste Pflaster. Dementsprechend hier erstmal der Kurs nach unten. Die Produkte werden teurer, die Herstellungskosten mit den Rohölen und Co. werden höher. Margendruck, ja, ist die Dividende sicher? Wir vermuten mal, die nächsten paar Jahre sollte es hier zumindest auf dem gleichen Niveau bleiben. Ist das Geld da? Eigentlich, ganz ehrlich, nein. Minus 32.000 Euro hier, minus 22.000 Euro damals. Nächste Aktie, 3M, minus 26.600 Euro zum alten Update. Heute sind wir hier bei minus 34.000 Euro. Und das, obwohl die Aktie die ersten Gerichtsstreitigkeiten mit wenig weniger Kapital aus der Welt schaffen konnte, als zunächst erwartet. Natürlich steht hier auch noch viel offen, aber die Produkte sind weiterhin international gefragt. Es sind auch sehr, sehr gute Produkte. Aber ja, der Kurs ist, wie er ist. Wir bleiben hier investiert. Sind wir glücklich? Hoffentlich sind wir das in ein paar Jahren. Dann haben wir den Emerging Market EMI ETF. Der ist bei plus 58 Euro, wird aktuell noch von uns aufgebaut. Eine solide Investition, gerade im Hinblick auf die Diversifikation. Die muss nicht unbedingt immer Früchte tragen. Hier aber auch die ausschüttende Variante. Hier haben wir auch schon Dividenden kassiert. Und wir haben natürlich den großen Vorteil, dass wir uns etwas von der Sektoren, der regionalen und auch der währungsbasierten Schwerpunktinvestments bei uns im Depot differenzieren können. Und ja, dementsprechend 800 Euro hier in Ordnung. Den hatten wir damals auch schon im Depot, aber nur mit 53.000 Euro. Ganz unten siehst du das hier schon. Ich scroll mal noch ein bisschen weiter, bis die nächste Werbung kommt. Na, hoffentlich schaffen wir es vorher. Jawohl, 2.000 Euro hier nach oben. Auch die Emerging Markets sind aktuell sehr volatil in einem kleinen Band. Aber hier springt es Tag und Nacht nach oben, nach unten. Letzte Aktie. Und dann haben wir es alle geschafft. Dann haben wir ein aktuelles Depot-Update, was ihr euch regelmäßig anschauen könnt. American Tower minus 37.000 Euro. American Tower damals hier minus 34.000 Euro. Es ist ein REIT, auch mit einer guten Bewertung, auch kaufenswert auf dem Niveau, zumindest wenn wir da nicht investiert gewesen wären. Eigentlich auch die Aktien bei uns, die hier in Rot sind, sind fundamental immer noch bei uns auf der Kaufseite. Das heißt, wir halten hier fest, es macht keinen Sinn, an einer schlechten Aktie festzuhalten, nur weil euer Einstiegspunkt noch nicht erreicht ist. Bei einer Buyer, ja, kann man das Ganze überlegen, aber da liegt es eher am Management. Genauso war es Management beim Medical Properties Trust. Da haben wir die Reißleine gezogen. Die nächste Aktie hier ist vermutlich Buyer, aber das ist aktuell erstmal. Und damit wollen wir das Thema jetzt hier auch zumindest für heute beenden. Das Depot 2,85 Millionen Euro schwer. Etwas weniger, schauen wir mal, wir sind immer noch positiv für eine Jahresendrallye. Und wenn wir die 3 Millionen Euro geknackt haben und wir im Dezember sind, machen wir euch nochmal ein nächstes, entsprechend mit den Änderungen behaftetes Update hierzu zu den einzelnen Positionen. Und dann sehen wir uns dort wieder. Du weißt, was du zu tun hast. Investier smart, du hast dein Geld hart erarbeitet. Also, mach's gut, viel Erfolg an der Börse, wir sehen uns.